Und ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part Papo und Jo. Ich bin hier. Oh. Oh. Nicht da rein? Na gut. Ja, danke. Ich bin hier auf dem Weg zum Schamanen, sozusagen. Und ich muss jetzt erstmal gucken. Ich weiß gar nicht so genau, was ist denn hier los. Da hinten ist noch was Glitzerndes. Und in der Höhle scheint es doch etwas gefährlicher zu sein. Also hier kann man so unten reinfallen. Guck mal, das ist mir im letzten Part passiert. Da war ich gerade drin. Ich guck mal, ob ich da irgendwo raufspringen kann. Von hier aus. Na, so hoch komme ich nicht, gell? Das wird nicht langen. Nein. So, jetzt muss ich mal gucken. Was ist das denn? Ach, da gehört ein Schlüssel hin. Da gehört bestimmt der Schlüssel hin. Der da, guck mal, da sind immer so Eis-Cubes. Der Schlüssel hin, der hier oben schwebt, vermute ich mal. Jetzt ist hier noch was zum Ziehen. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das schaue ich mal, was das macht. Ach, das macht einen Weg runter. Guck mal. Ich guck mal, was da unten ist. Hallo. Da ist wieder so ein Figürchen. Haha, haha, haha. Na gut, aber sonst ist hier nichts. Das ist ja verrückt. Na, dann kletter ich hier wieder raus. Und werd hier das Ding ein bisschen so vielleicht lassen. So, und dann? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Da oben ist ja nichts. Was soll ich denn da? Das wäre Blödsinn. Ich habe gedacht, ich könnte dann von hier da oben hinspringen, aber... Also, kann ich. Aber ich habe ja nichts davon, oder? Also, hier ist ja nichts weiter. Gut, das bringt mir also gar nichts. Jetzt kann ich höchstens hier nochmal reinklettern. Und gucken. Mach das. Ah. Ja. Oh, das hat das... Ja, Entschuldigung. Aber ich muss das machen. Also ich habe jetzt ganz links probiert. Das war es nicht. Probiere jetzt als nächstes ganz rechts. Nee, der zeigt mir an in der Mitte. Dann nehme ich jetzt den in der Mitte. Pass auf. Ah. Also das mit dem Anzeigen hat scheint nichts wirklich zu bedeuten. Also dann probiere ich jetzt aber mal ganz rechts. Ich habe jetzt Mitte und ganz links probiert und ich glaube, ganz rechts hatte ich noch gar nicht. Das probiere ich jetzt aus. Alles klar. Bewegt sich einfach viel zu schnell. Also es ist... Hä? Mysteriös. So, pass auf. Dann gucke ich jetzt da oben in meine kluge Kiste. Ach, guck mal. Siehst du das? Hier sieht man noch den Turm, den ich gebaut habe im letzten Part. Das ist ja cool. Na gut. Dann gucke ich jetzt da trotzdem mal rein. Das ist ja merkwürdig, oder? Also, was sagt denn hier unsere schlaue Kiste? Guck nach oben. Siehst du dort etwas Besonderes? Welcher ist der richtige? Ja, aber das... Doch, da muss man scheint den richtigen finden, damit man dann hier... Ach, ich muss... Ah, jetzt schnalle ich das. Okay.
Okay. Ah, na, das hat ein bisschen gedauert bei mir. Ne, jetzt ist es hier rechts. Nein, 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 nein. So. Salvatore. Ja, einwandfrei. Hat das aber noch eine Wand. Okay. Der. Jetzt fliegen die wieder hoch. Und wieder der. Und der nächste. Okay. Einwandfrei. Das ist der hier. Ist das nett? Das ist total toll. Das ist total schön. Also so toll gemacht einfach. Ja, sehr gut. Ah, jetzt ist hier auch eine Treppe rauf. Sehr schön. Cool. Dann mal rauf da. Tja, das reicht nur noch nicht ganz. Komme ich hier rüber? Upsala. Ach, ich brauche den Schlüssel ja auch noch. Nützt mir ja alles nichts. Kann ich den vielleicht noch? Kann ich den hier, wenn ich hier damit so, weißt du, so hoch springen? Zeug. Weiß, wenn ich den berühre. Mensch, manchmal, ne? Ja, sehr, sehr gut. Dann kann ich ihn jetzt drehen gehen. Dulli, dulli. Ah. So, aber jetzt ist ja aber Monster noch da unten. Na gut, ich gehe mal weiter. Kommt schon nach. Sehr gut. Oder muss ich es wieder einsperren? Schau. Oh. Wow. Kokosnüsse. Da oben ist was mit Schlüssel. Na, da komme ich von hier nicht ran. Ich gucke jetzt erstmal, was ist hier. Oh. Oh, oh. Ah, nein, wie mies. Oh Gott, okay. Ah. Oh. Okay, ich habe. Oh Gott, da wird mir ja schwindelig. Einwandfrei. So, was habe ich denn jetzt hier? Also ich stelle mich jetzt hier erstmal hin und warte, bis das vorbeikommt und dann springe ich da mal runter, oder? Am besten. Ach, da ist auch noch was, ne? Ich nehme aber erstmal die erste Etage. Die erste will ich als erstes. Gut. Hier kann ich ja mal drücken. Was passiert denn dann? Ah, okay. Ich fahre eine Etage rauf. Das ist doch schön. Und hier kann ich wahrscheinlich. Ah, da kommen dann die Frösche raus. Nee, das lasse ich mal noch. So. Kann ich da. Aber ich kann da durch, oder? Ja, sehr gut. Na, dann muss ich die nächste Etage nämlich erwischen irgendwie, oder? Oder kommt jetzt hier keine mehr? Hätte ich das andersrum. Nee, doch, da fahren sie. Gut. Oh. Hoch. Na hoppla. Ach Mensch. Ah, ich bin zu langsam. Okay. Ach Mensch, Millimeter, ne? Ach, guck mal, aber hier wäre ein Cube auch. Mit dem könnte ich. Ach so, ich bin jetzt eh hier oben. Ach, na guck mal. Oha.
Nee, ich probiere das. Nee, ich gehe da nochmal runter. Ich denke nämlich, dass ich das erst machen muss, bevor ich da auf irgendwelchen Würfeln rumhüppe. Wenn ich denn mal treffen würde. Oh, 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 oh. So, jetzt aber. Na hoppla. Das war aber auch mehr Glück wie Verstand. Alles klar. Sehr gut. Hier sonst noch irgendwas? Nee, die Treppe geht hier noch hoch. Wow. Nee. Ach, da oben. Guck mal. Kann ich dich da hinschicken? Ach, bestimmt nur von dem... Ha, gemein. Ja, da komme ich so natürlich auch nicht... Komme ich da wieder rüber? Muss ich ja wohl, ne? Upsala. Ja, prima. Jetzt fehlt noch... Da ist eins. Da ist das andere. Jetzt fehlt noch eins. Mysteriös. Okay. Gott, wie soll ich das denn treffen? Na, das wird was werden. Okay. Shit, ey. Okay. Ach, kann ich hier nicht... Na, pass mal auf. Wenn ich jetzt hier doch erstmal gucke... Da sind so viele Würfel, ne? Aber ich komme hier... Ach. Guck mal, was da oben noch alles ist. Ach du meine Güte. Guck mal, wenn ich dann... Ach, na bravo. Na, das war ein Satz mit X hier. Ich würde halt gerne... Ja, aber Lula sieht das hier anscheinend nicht, ne? Also da oben... Ach nee, da gehört auch ein Schlüssel hin. Das ist gar nicht für Lula. I see, I see. Okay. Ach, komm schon. So, dann probiere ich hier mal rüber. Ah. Na, dann probiere ich nochmal da unten lang. Wo ist es denn da? Gott, oh Gott, oh Gott. Na, das ist ja das Richtige für mich, ne? Ach, da komme ich so nicht hin, ey. Wenn ich das von dem Hauptgebäude hier aus probiere, das dann geht vielleicht. Ich schau mal. Ja, siehst du. So manchmal, ne? Muss man erstmal ein paar Mal ins kalte Wasser springen. Sehr gut. Okay. Dann ziehe ich da mal dran an dem Hebel, ne? Würde ich sagen. Wenn der mir doch schon so verschwörerisch. Ah, da guck mal an. Aber das kriege ich noch nicht auf. Schau. Das geht noch nicht auf. Ich fahre mal noch weiter. Ich möchte mal noch gucken, ob es noch andere Stellen gibt. Ja, hier gehört es halt genau hin, ne? Eigentlich. So. So gehört es halt eigentlich genau zusammen. Aber ich kann das nicht irgendwie zusammen machen, ne? Das geht nicht. Mm-mm. Ist ja irre. Okay, dann fahre ich mal nochmal weiter.
Und das muss dann bestimmt, ah, das wird die Brücke zu dem, ja, ich verstehe schon. Also ich verstehe schon, was ich, was hier grundsätzlich gemacht werden soll, ne? Also jetzt müssen die anderen Host-Dinger halt auf dieselbe Ebene geschoben werden. Konnte man die denn auch verschieben oder was? Ich lasse mich jetzt mal hier nochmal in Geronimo-mäßig sterben. Und guck jetzt hier nochmal, ob das auch war, ob hier auch was zu schieben gewesen ist. Vielleicht war das ja gar nicht für die Frösche, wo ich gezogen, wo ich nicht ziehen wollte, weißt? Ah, nee, das war auch zum Fahren. Schau, ja, tatsächlich. Ja, perfekt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich denn auf das andere Ding wieder drauf? Ach du guter Gott. Schaue ich mal, ob das vom Hüpfen reicht, wa? Da muss ja dann auch wohl anscheinend ein Hebel sein, oder nicht? Oder wie? Ah, da komme ich doch nicht rüber. Scheiße. Ah, von hier aber. Na, Gott sei Dank. So, aber hier ist kein Hebel. Da fehlt mir der. Da brauche ich den Schlüssel. Und der ist da oben. Aha. Na gut, okay. Das heißt, Hüpfpartie auf den Ice Cubes im nächsten Part dann aber erst. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Und würde sagen, ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao, ciao.